So, willkommen zurück zum Grundkurs Privatrecht. Wir können heute aus technischen Gründen nicht bei YouTube streamen, aber ich werde das Video später noch bei YouTube hochladen. Ich bitte die etwas umständliche Anmeldung heute zu entschuldigen. Offenbar hat da StudIP das Ende der Vorlesungszeit etwas früh angesetzt, sodass heute dann keine Vorlesungstermine mehr in Zoom eingetragen waren. Zunächst wieder zu den allgemeinen Fragen. Können in der zweiten Klausur weiterhin nur Themen drankommen, die bereits in den Pflichtfällen behandelt wurden? Ja, auch diesmal geht es nicht um verrückte Themen. Es geht also ganz normal um Sachen, die in den Grundlagenfällen schon behandelt waren. Zweite Frage. Kann man mit 8 Punkten in der ersten Klausur zufrieden sein, wenn man in der Probeklausur nicht bestanden hat? Ja, das ist schon eine Steigerung. Wenn Sie jetzt in der zweiten Klausur 16 Punkte machen, dann bleiben Sie weiterhin auf dem richtigen Pfad. Zufrieden sein kann man erstmal immer, nur besser geht halt, solange Sie keine 18 Punkte haben, auch und Sie sollten die Chance nutzen. Zum Thema Studium und dieses Semester. Es mag Ihnen bekannt vorkommen, aber es gibt eine geplante Änderung im Hochschulgesetz, im Bayerischen, und die soll sicherstellen, dass dieses Semester für Sie nicht zählt. Das heißt, es wird so getan, als hätten Sie ein Semester später angefangen zu studieren. Dieses Nichtzählen wirkt sich aus für alle Fristen, die in der Studien- und Prüfungsordnung geregelt sind. Die wirkt sich aus für den Freiversuch im Staatsexamen und die wirkt sich aus für sonstige Aspekte. Darüber hinaus möchte die Uni Passau in den nächsten Tagen eine neue Satzung verkünden, die zur Folge hat, dass nicht bestandene oder nicht angetretene Prüfungen in diesem Semester so behandelt werden, als hätten sie sich nie angemeldet. Das bedeutet, wenn Sie durch beide Klausuren im Grundkurs durchfallen, können Sie nicht nur nächstes Jahr 2 Klausuren schreiben, sondern zusätzlich auch übernächstes Jahr nochmal 2 Klausuren schreiben. Das heißt, aufgrund des Corona-Semesters haben Sie nicht nur 4 Versuche, den Grundkurs zu bestehen, sondern insgesamt sogar 6. Wenn Sie dagegen die Klausur bestanden haben und sei es auch nur mit 4 Punkten, brauchen Sie danach nie mehr eine Grundkursklausur zu schreiben, denn es geht nicht um die Note, sondern es geht ausschließlich um bestanden oder nicht bestanden. Wenn Sie bestanden haben, zählt diese Klausur auch endgültig für Ihr Studium. Das heißt, Sie können dann ein Häkchen dahinter setzen. Es ist nicht so, dass bestandene Klausuren nicht zählen würden. Alles, was Sie dieses Semester zählen, zählt. Und alles, was Sie dieses Semester nicht bestehen, wird so getan, als hätten Sie es nie versucht. Das heißt, für Sie ist das optimale Ergebnis in jedem Fall gewährleistet. Die Regelstudienzeit im Sinne von BAföG ist ebenfalls nicht durch dieses Semester beeinflusst. Das heißt, Sie studieren so, als hätten Sie ein Semester später angefangen. Warum habe ich Sie gefragt, ob Sie einer Aufzeichnung zustimmen? Wenn Sie gesagt hätten nein, dann wären Sie einfach aus diesem Kurs rausgeflogen, dann hätten Sie nichts mehr gesehen, dann hätten Sie sich das Ganze später als Video angucken können. Der Grund, dass Sie gefragt werden, nennt sich Datenschutzrecht. Ohne Ihre Einwilligung darf ich nichts aufzeichnen und es bewirkt nicht etwa, wenn Sie nein sagen, dass nicht aufgezeichnet wird, sondern die Aufzeichnung erfolgt dann, aber Sie fliegen aus dem Live-Kurs raus. Der Änderung der Satzung der Uni Passau muss nicht das Ministerium für Justiz zustimmen. Die haben gesagt, es ist ihnen völlig egal, solange es nicht im Schwerpunktbereich geht, sondern die muss vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst genehmigt werden. Die haben aber schon vorab gesagt, dass sie mit dieser Satzung einverstanden sind, weil auch andere Universitäten ähnliche Satzungen gemacht haben. Sie können in der Tat ein Semester später den Freischuss machen. Das heißt, Ihre Freischussmöglichkeit verlängert sich um ein Semester, weil man sagt, dieses Semester war für Sie besonders hart.
Grundsätzlich dürfen Sie die Grundkursklausuren nicht nochmal zur Übung mitschreiben nächstes Jahr, weil es kostet ja Geld, die Klausuren zu korrigieren. Und Sie stehen dann nicht auf der HIS-Quiz-Liste und werden gar nicht erst zugelassen. Das heißt, es ist kein Spaß. Die Grundkursklausuren müssen in Ihrem Fall eben nicht bis einschließlich 5. Semester bestanden sein, sondern bis einschließlich 6. Das heißt, Sie haben da ein Semester länger, sodass Ihnen nichts passieren kann. Die Klausur am Samstag wird von einem anderen Erstkorrektor korrigiert normalerweise. Das heißt, das ist Zufall. Worauf? Das kommen wir gleich noch. Darauf kommen wir auch noch. Müssen Sie ein Semester länger studieren? Nein. Es bedeutet, Sie können zum normalen Zeitpunkt Examen machen. Nur wenn Sie länger brauchen, wird so getan, als hätten Sie ein Semester später angefangen. Das heißt, wenn die Regelstudienzeit für Jura momentan 10 Semester beträgt, dann können Sie 11 studieren. Wenn die Frist für den Freiversuch momentan so ist, dass Sie sich bis zum 8. Semester melden müssen, können Sie das jetzt bis zum 9. Semester. Also alle Fristen werden einfach verlängert, sodass so getan wird, als gäbe es dieses Semester nicht. Beim Grundkurs gibt es das zusätzliche Problem, dass beim Grundkurs die Klausuren nur einmal im Jahr stattfinden, das heißt immer im Sommersemester. Und damit Sie das erreichen können, wird gewährleistet, dass Sie 3 Grundkursklausuren machen können, das heißt diese, die nächste und die übernächste. Gut. Irgendwie ist hier die wichtige Frage, was ist mit Legal Tech? Wenn Sie in den Legal Tech-Studiengang wechseln, haben Sie die Wahlmöglichkeit, ob Sie die jetzt bestandene Zwischenprüfungsklausur anerkennen lassen, dann müssen Sie sie nicht nochmal schreiben, oder ob Sie sie einfach nochmal neu versuchen. Wenn Sie nochmal neu versuchen, haben Sie wieder 2 Klausuren und es zählt die bessere für den Bachelorabschluss. Also insoweit ist das praktisch völlig irrelevant. Gut. Dann kommen wir zu den wichtigeren inhaltlichen Fragen. Fangen wir an mit den Punkten, die Sie behandelt haben wollen, nämlich ich habe eine Liste aus Elias erstellt. Fangen wir an mit den Punkten, die ganz, ganz wichtig sind, nämlich was bedeutet Trennungs- und Abstraktionsprinzip, wie grenzt man Vorsatz und Fahrlässigkeit voneinander ab und wann muss man 320 BGB diskutieren. Davon zum allerersten Punkt, was bedeutet Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Das Trennungsprinzip ist eigentlich nicht wirklich schwierig. Es sagt, dass wir im Grundsatz erstmal etwas versprechen. Ich kann Ihnen zum Beispiel versprechen, Ihnen Eigentum und Besitz an diesem Kugelschreiber zu verschaffen. Das ist dann ein reines Versprechen und ich bin immer noch der einzige Mensch, der diesen Kugelschreiber in der Hand halten kann. Sie können das nicht, schon alleine deshalb, weil ich hier sitze und Sie zu Hause sitzen. Dieses Versprechen kann man dann vor Gericht einklagen. Das heißt, Sie haben einen Anspruch gegen mich auf Übergabe und Übereignung des Kugelschreibers, das heißt auf die Verschaffung von Besitz und Eigentum. Und wenn Sie dann vor Gericht gewinnen, können Sie danach dieses Urteil vollstrecken. Das heißt, Sie können einen Gerichtsvollzieher losschicken, der zu mir kommt und mir notfalls mit Gewalt den Kugelschreiber wegnimmt, um ihn Ihnen zu geben.
Ich kann mich nicht nur zur Übergabe und Übereignung verpflichten, sondern zu allen möglichen anderen Sachen auch. Ich kann mich verpflichten, einen Handstand zu machen. Ich kann mich verpflichten, zu tanzen und zu singen. Ich kann mich verpflichten, ihr Auto zu reparieren. Ich kann mich verpflichten, weiß ich nicht, irgendwie ihnen eine Wohnung zu überlassen. Das sind alles nur Verpflichtungen und die müssen notfalls gegen meinen Willen zwangsweise durchgesetzt werden. Und deshalb nennt man diese Geschäfte auch Verpflichtungsgeschäfte, weil es eben nur eine Verpflichtung begründet. Die Geschäfte können bekanntlich nichtig sein, etwa weil ich sie anfechte nach 142 Absatz 1 oder weil ich nicht geschäftsfähig bin, weil ich da möglicherweise alternativ voll betrunken war oder weil ich möglicherweise das Ganze nicht ernst gemeint habe und nur eine Scherzerklärung abgegeben habe. In diesem Fall entsteht keine Verpflichtung und wenn Sie mich verklagen würden, würden Sie verlieren. Die anderen Arten von Geschäften nennen wir Verfügungen. Und Verfügungen haben wir kennengelernt, zum Beispiel die Aufrechnung, die Abtretung, 398 BGB. Die Abtretung bedeutet, dass in dem Moment, wo wir uns einigen, ich einen Anspruch verliere und Sie einen Anspruch bekommen. Da haben Sie also nichts gegen mich erworben, sondern es geht automatisch etwas auf Sie über. In der Sekunde geht es auf Sie über. Sie können mich nicht mehr verklagen, weil Sie haben das, was ich Ihnen übertragen sollte, schon bekommen. Wir haben als weitere wichtige Verfügung kennengelernt 929 Satz 1, die Eigentumsübertragung an beweglichen Sachen. Und da, wo ist die schlichte Aussage, Sie werden neuer Eigentümer der Sache und in der Sekunde sind Sie Eigentümer, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Es braucht wiederum kein Gericht, kein Urteil oder ähnliches. Wenn wir uns einigen, werden Sie in der Sekunde Eigentümer. Wir haben noch andere Verfügungen kennengelernt, nämlich den Erlassvertrag 397. Wenn ich Ihnen sage, Sie müssen Ihre Schulden nicht mehr bezahlen und Sie sagen ja, dann schulden Sie mir nichts mehr. Auch da brauche ich kein Gericht, sondern es passiert in der Sekunde, wo wir uns einigen, da ist der Anspruch endgültig weg. Oder die Schuldübernahme. Die Schuldübernahme bewirkt, dass Sie mir nichts mehr schulden, sondern ein neuer Schuldner etwas schuldet. Auch da, sobald der Vertrag vorliegt, ist die Änderung eingetreten. Und diese Unterscheidung zwischen Geschäften, die bloß eine Pflicht begründen und erst noch vom Gericht durchgesetzt werden, und Geschäften, die unmittelbar Sachen verändern, nennt man Trennungsprinzip. Und ein ganz häufiger und dummer Fehler ist, diese beiden Sachen zu vermischen. Wir haben das besprochen beim Thema Factoring. Das Factoring ist der Kaufvertrag über eine Forderung. Das heißt, der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen und der Verkäufer ist nicht verpflichtet zu übergeben und zu übereignen, sondern er ist verpflichtet, die Forderung abzutreten, das heißt, sich mit dem Käufer zu einigen. Sie dürfen auf keinen Fall die Einigung bei 398 BGB vermischen mit der Einigung zum Kaufvertrag nach 433. Genauso wenig dürfen Sie die Einigung bei 929 Satz 1 vermischen mit der Einigung beim Kaufvertrag. Genauso wenig dürfen Sie vermischen die Einigung bei der Schenkung mit der Einigung beim Erlassvertrag. In vielen Fällen ist das sehr intuitiv, nämlich immer dann, wenn das Geschäft nicht sofort erfüllt wird.
Wenn Sie etwas bei Amazon bestellen im Internet, dann muss Ihnen das erst zugeschickt werden und erst dann können Sie Eigentum erwerben. Das heißt, Sie haben erstmal nur eine Pflicht von Amazon, Ihnen die Sachen zu liefern und danach haben Sie dann Eigentumsübergang, wenn die Sache bei Ihnen übergeben wird. Das ist aber nicht immer so schön getrennt. In vielen Fällen ist das für den Außenstehenden vermischt. Wir haben über den Fall im Bäckergeschäft gesprochen. In der Bäckerei geht der Bäcker hin, drückt Ihnen 3 Brötchen in die Hand und Sie drücken ihm 1 Euro in die Hand. Dann haben Sie damit gesagt, 3 Brötchen willst du haben? Ja, dann du wärst ein Eigentümer. Ja, dann Geld zurück. Ja, und alle Einigungen sind in einem Aufwasch. Trotzdem, juristisch müssen wir alle Geschäfte klar trennen und damit haben Sie 2 verschiedene Ebenen. Das Trennungsprinzip sagt also, obwohl wir eigentlich aus Sicht des Verkehrs einen Vertrag haben, müssen wir immer unterscheiden die Verpflichtung und die Verfügung. Keine Verfügungen sind bloße Realakte. Das kennen Sie aus dem öffentlichen Recht. Das heißt bloß tatsächliche Handlungen. Wenn also zum Beispiel jemand Ihnen sagt, ja, ich mache einen Handstand, dann ist der Handstand keine Verfügung. Der kann deshalb keine Verfügung sein, weil da keine Rechtspositionen verändert werden, sondern nur eine rein tatsächliche Handlung erfolgt. Das heißt, bei einem Dienstvertrag wird nichts verändert, sondern es wird einfach nur ein Dienst erbracht. Und bei einem Werkvertrag, der sich nicht auf einen körperlichen Gegenstand bezieht, wird auch nichts übertragen, sondern es wird einfach nur eine Tätigkeit ausgeführt. Dann haben Sie eine reine Verpflichtung und diese Verpflichtung wird dann praktisch durchgesetzt. Also das Trennungsprinzip sagt nichts anderes, als dass Sie diese Ebene trennen müssen. Das Trennungsprinzip ist uns auch im BGB ATI begegnet, nämlich bei der Stellvertretung. Bei der Stellvertretung unterscheiden wir auch die Vollmacht nach 167 und ein zugrunde liegendes Rechtsgeschäft, zum Beispiel einen Auftrag nach 663 oder einen Dienstvertrag nach 611 beziehungsweise einen Arbeitsvertrag nach 611a. Nur weil jemand irgendwo angestellt ist, hat er keine Vertretungsmacht. Zum Beispiel hat das Reinigungspersonal bei Rewe keine Vertretungsmacht für Rewe oder zum Beispiel habe ich keine Vertretungsmacht für die Uni Passau. Das heißt, wenn ich irgendwas bestelle, werde ich das bezahlen müssen und nicht die Uni, weil ich keine Vertretungsbefugnis habe. Vertretungsbefugnis hat aber ebenfalls immer ein zugrunde liegendes Rechtsverhältnis. Entweder derjenige hat vorher einen Arbeits- oder Dienstvertrag, er ist Geschäftsführer, er ist Prokurist, er ist irgendwas Wichtiges. Oder es wird ein Auftrag erteilt im Sinne von, du bekommst jetzt kein Geld dafür, aber mach das bitte für mich. Auch da trennen Sie die Vollmacht von dem zugrunde liegenden Geschäft, das heißt von dem Auftrag und so weiter. Das Trennungsprinzip ist nicht wirklich schwierig, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat. Schwieriger zu verstehen ist das Abstraktionsprinzip. Und das bedeutet, dass es Fälle geben kann, in denen die Verpflichtung wirksam ist, die Verfügung aber unwirksam ist. Das kann passieren, wenn Sie zum Beispiel sich geirrt haben in Bezug auf den Kaufvertrag, sich bei der Erfüllung des Kaufvertrages durch Übereignung aber gar keine Gedanken mehr gemacht haben und damit da gar kein Irrtum vorlag. So wird üblicherweise, wenn Sie zahlen, Ihr Wille einfach nur sein, dieses Geld soll deins sein und da gibt es keine Sache, über deren Eigenschaften Sie sich irren können, denn die Aussage ist einfach nur, dieser 100-Euro-Schein soll deiner werden.
Dann haben wir Fälle, wo sich Ihr Geisteszustand möglicherweise ändert. Es kann sein, dass Sie einen Kaufvertrag schließen in einem Zustand, wo Sie unter 8 Promille Alkoholeinfluss stehen und schon halb im Koma liegen, dass Sie aber im Zeitpunkt der Erfüllung wieder geistig fit sind und Ihren Alkoholrausch ausgeschlafen bzw. Ihre zwangsweise Alkoholentnüchterungskur im Klinikum überlebt haben. Genauso kann es auch mit Formvorschriften sein. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass es einige Formvorschriften gibt, die ausschließlich das Verpflichtungsgeschäft erfassen, während es andere Formvorschriften geben kann, die ausschließlich die dingliche Einigung umfassen können. Da kann es also sein, dass die dingliche Einigung wirksam ist, die Verpflichtung aber unwirksam, oder gerade umgekehrt, die Verpflichtung wirksam, die dingliche Einigung aber unwirksam. Und das BGB geht von dem Grundsatz aus, dass das ein gutes Ergebnis ist, dass man diese beiden Geschäfte separat behandelt. Um das Problem zu lösen, dass Sie dann möglicherweise Eigentümer geworden sind, ohne dass der andere was dafür bezahlen muss, weil es nämlich gar keinen wirksamen Kaufvertrag gibt, hat das Gesetz den Paragraphen 812 geregelt. Und 812 betrifft genau die Konstellation, dass die Verfügung wirksam ist, die zugrunde liegende Verpflichtung aber unwirksam ist. Das ist der Gegenstand des Bereicherungsrechts und da ganz konkret der Conditio indebiti, das heißt von 812 Absatz 1 Satz 1 erste Variante. Das Bereicherungsrecht kommt im Detail im vierten Semester. Da haben Sie mich dann wieder und dann werden wir auch nochmal darüber reden, wann das auseinanderfällt. Das Abstraktionsprinzip wird Ihnen noch im Detail begegnen nächstes Semester im Mobiliarsachenrecht, weil auch da ein typischer Fehler ist, dass man immer denkt, die Einigung bei 929 Satz 1 sei der Kaufvertrag. Dabei geht das Gesetz davon aus, dass es immer zwei verschiedene Einigungen gibt. Die eine Einigung über den Kaufvertrag, der nur Pflichten begründet, und die andere Einigung über die Veränderung der sachenrechtlichen Position, das heißt der Verfügungsvertrag. Also, Trennungsprinzip heißt einfach nur, Sie müssen zwei verschiedene Verträge trennen. Der eine Vertrag ist nur die Begründung der einklagbaren Pflichten und der andere Vertrag ist die Erfüllung dieser Pflichten. Das Abstraktionsprinzip sagt, der eine Vertrag kann wirksam sein, während der andere unwirksam ist. Das heißt, ein unwirksamer Kaufvertrag bewirkt nicht automatisch, dass auch die dingliche Einigung unwirksam wird. Und umgekehrt kann es sein, dass eine dingliche Einigung unwirksam ist, aber der Kaufvertrag trotzdem noch fortbesteht und Sie daher sich erneut dinglich einigen müssen. Das besagen Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Ich hoffe, damit habe ich diesen Punkt jetzt ausführlich behandelt, wenn da keine anderen Regelungen liegen. Ist das nicht eine mega komische Regelung, dann bleibt nur eins vorhanden. Also man hat eine Sache ohne Kaufvertrag. Warum hat man das so geregelt? Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Sache von einem Gebrauchtwarenhändler, zum Beispiel so ein Secondhand-Shop. Wenn es diese Trennung der Geschäfte nicht gäbe, käme es ganz entscheidend darauf an, ob dieser Mensch wirklich Eigentümer geworden ist. Das heißt, Sie müssten sich sicher sein, dass der Ankauf des Verkäufers wirksam ist. Das Abstraktionsprinzip stellt sicher, dass wenn Sie eine Sache haben und die dingliche Einigung sicher wirksam ist, es keine Rolle spielt, ob der Kaufvertrag wirksam oder unwirksam war. Das hat einen großen Vorteil. Im Schuldrecht gilt Vertragsfreiheit.
Sie können in einen Kaufvertrag alles Mögliche reinschreiben und das kann möglicherweise teilweise unwirksam sein, das kann möglicherweise nicht durchsetzbar sein, da kann alle möglichen schlimmen Dinge passieren. Das Abstraktionsprinzip gewährleistet, dass wenn Sie sich ganz sicher sind, dass die dingliche Einigung wirksam ist, Sie Eigentümer sind und mit der Sache normal weiterverfahren können. Das heißt, dass Sie sie an andere übereignen können, dass Sie sie als Sicherheit für Ihre Schulden verwenden können und so weiter, weil Sie echter Eigentümer sind. Und es spielt dann keine Rolle, ob der andere hätte erkennen können, dass der Kaufvertrag problematisch ist. Derjenige, der mit Ihnen Verträge schließt, muss sich nicht mit Ihren Kaufverträgen beschäftigen. Es reicht, dass er weiß, dass Sie Eigentümer sind. Das entlastet also alle Beteiligten. Dann haben wir als zweites Thema die Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das ist kein wirklich schwieriges Thema. Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit lernen Sie im Strafrecht bis zum Umfallen. Ich hoffe, Herr Assold hat das mit Ihnen so lange gemacht, bis Sie das Wort Vorsatz nicht mehr hören können. Vorsatz bedeutet, wie § 16 StGB andeutet, zumindest die Kenntnis aller Tatumstände. Das heißt im Zivilrecht die Kenntnis aller relevanten Umstände für die Pflichtverletzung. Die Kenntnis muss sich im Zivilrecht aber nicht nur darauf beziehen, dass Sie die Tatsachen kennen, sondern Sie müssen im Zivilrecht darüber hinaus auch die Pflicht kennen. Das heißt, es muss Ihnen bewusst sein, dass Sie damit eine Pflicht verletzen. Der Grund dafür ist, dass es im Strafrecht einen Paragraphen 17 gibt, der den Verbotsirrtum besonders regelt. Demgegenüber haben wir im Zivilrecht eine solche Regelung nicht. Und damit gehört die Kenntnis der Verbotenheit mit zum Vorsatz. Vorsatz heißt aber einerseits nicht sichere Kenntnis, andererseits brauchen Sie aber auch nicht immer irgendwie nur Kenntnis. Vorsatz bedeutet auch unsichere Kenntnis, soweit Sie zumindest das Ganze für möglich halten. In diesen Fällen brauchen Sie aber zusätzlich ein sogenanntes voluntatives Element. Da haben die Strafrechtler 1000 Theorien, dass man es nicht braucht. Sie kennen das mit Möglichkeitstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie und so weiter und so fort. Im Zivilrecht ist man da viel unkritischer und folgt einfach der ganz herrschenden Meinung im Strafrecht, und zwar der sogenannten Billigungslehre. Das heißt, wir schauen, ob die Gefahr billigend in Kauf genommen wurde und nicht für so unwahrscheinlich gehalten wurde, dass man sie letztendlich ausgeklammert hat. Der Testfall dafür ist immer der Fahranfängerfall. Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und haben gerade erst Ihren Führerschein. Und Sie kriegen von Papa den dicken Mercedes E-Klasse überlassen und er sagt, fahr ruhig mal in die Stadt und kauf dir was Schönes. Und Sie fahren schon zitternd durch die Stadt, sehen an der Ampel, okay, hier ist gleich eine Parklücke, die sollte ich nutzen. Sie fahren also, wie Sie es in der Fahrschule gelernt haben, kurz davor und wollen rückwärts einparken. Denken sich, oh, Papas Auto ist viel größer als der Fahrschulwagen und das ist eine enge Lücke, da ist vorne einer und hinten einer. Ob ich das hinkriege, schon schwierig, könnte schon scheppern. Wenn Sie der Möglichkeitstheorie folgen würden, würde das bedeuten, dass Sie hier eine vorsätzliche Sachbeschädigung begehen, wenn Sie reinfahren und vorne oder hinten es knallt. Und Sie würden sogar einen Versuch begehen, wenn Sie allein schon versuchen einzuparken, dass Sie nicht jemanden beschädigen, wäre dann reine Glückssache. Dieses Ergebnis finden zumindest die meisten Juristen ungerecht und deshalb sagt man, muss es da ein Korrektiv geben und dieses Korrektiv besteht darin, dass wir sagen, es muss Ihnen egal sein,
ob sie es beschädigen oder nicht. Das heißt, sie müssen die Vorstellung haben, kann passieren und selbst wenn es passiert, mache ich es trotzdem. Wenn sie dagegen davon ausgehen, das kann zwar passieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird schon irgendwie gut gehen, denn sonst würde ich es nicht machen, dann handeln sie nicht vorsätzlich. In allen Fällen, wo sie weder ein Wissenselement haben, ein sicheres Wissenselement, Dolus Directus 2, noch ein volontatives Element haben, das entweder in Absicht, das heißt zielgerichteter Verwirklichung, Dolus Directus 1, oder in billigendem Inkaufnehmen, das heißt Dolus Eventualis besteht, liegt Fahrlässigkeit dann vor, wenn die Voraussetzungen des 276 Absatz 2 BGB vorliegen. 276 Absatz 2 regelt, was Fahrlässigkeit bedeutet, allerdings nur für das Zivilrecht. Und im Zivilrecht bedeutet Fahrlässigkeit das außer Achtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Das bedeutet, es geht nicht um die übliche Sorgfalt, wenn alle Leute sich schlampig verhalten, also jeder Fußgänger bei Rot über die Ampel geht oder jeder Autofahrer, wenn die Ampel dunkelgelb zeigt, nochmal schnell Gas gibt, dann entschuldigt sie das nicht, sondern sie müssen das einhalten, was erwartet werden kann im Verkehr. Und was erwartet werden kann, ergibt sich zum einen aus dem Gesetz. Man kann immer erwarten, dass alle gesetzlichen Pflichten eingehalten werden, egal wie klein sie sind. Zum anderen ergibt sich das, was erwartet werden kann, aus dem, was ein Idealmensch machen würde in den Umständen. Das heißt, wir gucken, was jemand in ihrer Position normalerweise leisten kann. Andererseits kann es aber auch sein, dass es Umstände gibt, die zu viel verlangt sind. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn man sagt, okay, wenn Sie Autofahrer sind, sollten Sie nicht schneller als 7 km/h fahren, weil damit können Sie weitgehend ausschließen, Fußgänger zu überfahren. Da wir eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h innerorts haben, dürfen Sie grundsätzlich diese Geschwindigkeit auch ausschöpfen und handeln damit nicht fahrlässig. Fahrlässigkeit im Zivilrecht ist rein objektiv zu bestimmen. Das bedeutet, es spielt keine Rolle, ob Sie diesem Standard genügen können. Wenn Sie dümmer sind als der Mensch, den die Rechtsordnung erwartet, ist das Ihr Pech. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie den Standard erfüllen, der im konkreten Verkehrskreis erwartet werden kann. Es reicht also nicht zu sagen, ich bin halt ein schlechter Fahrer oder ein schlechter Handwerker oder ein schlechter Juraklausurenschreiber, sondern es wird von Ihnen das erwartet, was im konkreten Fall von einem Durchschnittsmenschen in dem Bereich erwartet werden kann. Das betrifft auch Profis, zum Beispiel, wenn Sie beide Staatsexamina knapp mit 4 Punkten bestanden haben und dann Anwalt werden, können Sie nicht hinterher, wenn Sie vor Gericht verlieren oder Ihren Mandanten schlecht beraten, sagen, ich habe ja auch nur schlechte Examina, von mir kannst du nichts erwarten, sondern Sie werden an dem Maßstab gemessen, an dem ein Anwalt vom Verkehr gemessen werden darf. Das heißt, alle Anwälte, egal ob sie 18 Punkte oder 4 Punkte im Examen hatten, werden an den gleichen Erwartungen gemessen. Fahrlässigkeit kann sich auch beziehen auf die Verbotenheit, denn wir haben eben gehört, Vorsatz bedeutet auch Kenntnis der Rechts- bzw. Pflichtwidrigkeit im Zivilrecht. Dementsprechend liegt in vielen Fällen kein Vorsatz vor, aber für Fahrlässigkeit genügt es, dass Sie das Verbot bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätten erkennen können. Und das entspricht in gewisser Weise der Vermeidbarkeitsprüfung in § 17 StGB. Wenn Sie also bei hinreichender Gewissensanstrengung hätten erkennen können, dass Ihr Verhalten hier pflichtwidrig ist, genügt das, um eine Pflichtverletzung zu bejahen, um eine Fahrlässigkeit zu bejahen. Müssen Sie verschiedene Stufen von Vorsatz und Fahrlässigkeit unterscheiden im Zivilrecht? Im Zivilrecht müssen Sie nur Vorsatz und Fahrlässigkeit unterscheiden. Das Gesetz kennt keine Unterscheidung innerhalb des Gesetzes. Was anderes gilt nur dann,
wenn ausnahmsweise eine Haftungsprivilegierung vorgesehen ist, etwa in § 300 Absatz 2 BGB, wo drin steht, dass sie für grobe Fahrlässigkeit nur noch haften und nicht mehr für einfache Fahrlässigkeit. Wir haben gesehen, ähnliche Regelungen gibt es bei der Schenkung, der unentgeltlichen Verwahrung und der Leihe. Und dann müssen Sie natürlich prüfen, ob wirklich grobe Fahrlässigkeit vorliegt, weil einfache Fahrlässigkeit Ihnen nichts nützt. Wenn Sie dagegen Vorsatz haben, reicht ein Satz, er handelte hier vorsätzlich. Allerdings seien Sie da vorsichtig. Vorsatz heißt wirklich, dass ihm sowohl die Pflichtwidrigkeit seines Verhaltens bewusst ist, als auch alle tatrelevanten Umstände. Sonst müssen Sie das nicht im Detail diskutieren und abgrenzen. Das sehen Sie ja auch in den Übungsfällen, wo ich das auch nicht lange erkläre. Haben Sie dazu noch Fragen? Gut, eine Frage hätte ich dann noch, die etwas weiter wegführt, nämlich, was bedeutet grobe Fahrlässigkeit? Grob fahrlässig handelt man, wenn man das außer Acht lässt, was sich jedem aufdrängen müsste. Das heißt, wir nehmen hier nicht die Erwartungen des Verkehrs als Maßstab, sondern wir suchen uns den dümmsten anzunehmenden Menschen. Und wir fragen uns, was wird der wohl erkennen? Und wenn selbst der erkannt hätte, dass eine bestimmte Sache gefährlich, rechtswidrig und so weiter ist, dann handeln sie grob fahrlässig. Es gibt dabei im öffentlichen Recht ähnliche Sachen, da nennt man das den Stirntest. Immer dann, wenn sie sich die Hand vor den Kopf hauen würden und sagen würden, boah, wie blöd muss man sein, dann handelt man grob fahrlässig. Ja? Also grobe Fahrlässigkeit ist wirklich das, was dem Dümmsten hätte einleuchten müssen. Gut, dann gab es noch eine Frage nach 320 Absatz 1 BGB. Gucken Sie einmal ganz kurz in 320 rein. Die Norm ist eine der wichtigsten in der Praxis. In Klausuren kommt sie immer wieder mal überraschend zum Vorschein. 320 Absatz 1 sagt, Sie können von dem anderen nicht verlangen, dass er leistet, solange Sie nicht auch leisten. Das bedeutet, im Grundsatz gibt es im BGB keine Vorleistungspflicht. Weder muss der Käufer zuerst zahlen, noch muss der Verkäufer zuerst übergeben und übereignen, sondern das BGB geht davon aus, dass beide gleichzeitig ihre Pflichten erfüllen. Dieser 320 BGB ist deshalb wichtig, weil er grundsätzlich den Verzug ausschließt. Das bedeutet, solange Sie nicht auch leisten, kann der andere sagen, ich musste ja gar nicht leisten und damit habe ich durch die Nichtleistung auch keine Pflicht verletzt. Sie erinnern sich, für Verzug nach 286 BGB brauchen Sie eine Nichtleistung trotz Fälligkeit, Mahnung und Durchsetzbarkeit. Und der Anspruch ist erst durchsetzbar, wenn 320 BGB nicht besteht. Und man ist sich einig, dass man sich noch nicht mal auf 320 BGB berufen muss, um den Verzug auszuschließen, sondern dass dem anderen klar sein muss, dass solange er seine Leistung nicht anbietet, der andere auch nichts tun wird. In der Praxis gibt es üblicherweise die Vereinbarung einer Vorleistungspflicht. Das heißt, entweder Sie kaufen auf Rechnung, dann muss der andere Ihnen erst die Ware zuschicken und dann bezahlen Sie. Oder Sie kaufen gegen Vorkasse, dann müssen Sie zuerst bezahlen und bekommen dann erst die Sache. Nochmal, das BGB geht dagegen von Zug um Zug aus. Das heißt, es muss eigentlich gleichzeitig erfolgen.
und der andere kann erst in Verzug geraten, wenn sie ihm die Leistung anbieten. Unproblematisch ist es, wenn er sich die Leistung selber verschaffen kann, etwa weil sie ihm eine Lastschriftbefugnis erteilt haben und er damit von ihrem Konto Geld einziehen kann. Oder wenn sie das Geld irgendwo hinterlegt haben, zum Beispiel bei PayPal als Treuhänder. Dann kann er sich nicht auf 320 berufen und muss sich damit zufrieden geben. Und die andere wichtige Ausnahme ist der Annahmeverzug. Wenn sie ihm gesagt haben, du kannst das Geld gerne haben, sobald du die Leistung vorbeibringst, gerät er in Annahmeverzug und es ist sein Problem, wenn er dann nicht leistet. Das heißt, üblicherweise wird die Mahnung mit einem Angebot des Geldes verbunden, damit sichergestellt ist, dass diese Einrede beseitigt ist. Sie sagen also, hier kriegst du deine Leistung und zusätzlich verlange ich von dir, dass du jetzt endlich leistest. Wir haben außerdem darüber gesprochen, dass 320 BGB sich nicht nur auf 433 Absatz 1 Satz 1 bezieht, sondern auch auf 433 Absatz 1 Satz 2. Das bedeutet, selbst wenn der Ihnen was übergibt und übereignet, das aber mangelhaft ist, hat er seine Pflicht noch nicht erfüllt und Sie können den Kaufpreis zurückhalten. Sie müssen erst dann bezahlen, wenn Sie eine mangelfreie Leistung bekommen und so lange können Sie das Geld zurückhalten. Das betrifft auch das Mietrecht. Sie können die Zahlung der Miete verweigern, solange der Vermieter Mängel der Mietsache nicht beseitigt. Allerdings gilt auch da 320 Absatz 2. Sie dürfen nicht die komplette Gegenleistung zurückhalten, sondern nur einen angemessenen Teil, um Druck auszuüben, dass er seine Leistung erfüllt. Wenn Sie also 1000 Flaschen Wein bestellt haben und kriegen nur 999 geliefert, können Sie nicht den kompletten Kaufpreis zurückhalten, sondern nur einen angemessenen Betrag, das heißt den Kaufpreis für eine Flasche plus einen geringfügigen Druckaufschlag, damit der andere auch wirklich die letzte Flasche liefert. Gut, das zu diesen drei Beispielen. Ganz wichtige Grundlagen, die müssen 100% sitzen, die müssen Sie im Schlaf können. Haben Sie dazu Fragen? Ich sehe keine. Die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich schon eingeschlafen vor dem PC. Einer von Ihnen stellt immer dieselbe Frage, die aber mit diesem Thema nichts zu tun hat. Deshalb stelle ich sie hinten an. Es macht keinen Sinn. Ist 320 BGB besonders klausurrelevant? Nein, er ist nicht besonders klausurrelevant. Er ist einfach nur eine wichtige Grundlage, die man verstanden haben muss. Wenn Sie immer Fragen stellen, die gerade nichts mit dem Thema zu tun haben, verwirrt das nur und es wird nicht besser, wenn Sie die Frage schon ungefähr 20 bis 30 Mal wiederholen. Warten Sie einfach ab. Es kommen noch mehr Themen als die, die wir jetzt haben. Wenn Sie immer wieder dieselbe Frage stellen, verstopfen Sie damit nur den Fragenbildschirm. Das wird bei mir jetzt schon 16 Seiten lang und ich kann nicht sehen, welche Fragen sich mit dem konkreten Thema behandeln. Warten Sie also einfach ab und dann kommen diese Fragen noch dran. Wo integriert man 320 am besten im Gutachten? Man integriert es an der Stelle, wo es eine Rolle spielt. Das heißt zum Beispiel, wenn es um 286 geht, bei dem Punkt einredefrei. Wenn es um den Punkt 433.2 geht, ob überhaupt ein Kaufpreisanspruch besteht, bei dem Punkt Durchsetzbarkeit, also ganz am Ende. Das Hauptproblem bei 320 ist natürlich, dass Sie dann den gesamten Anspruch gegen den anderen nochmal inzident prüfen müssen. Das heißt, Sie müssen sagen, dass der noch nicht gezahlt hat und dass dessen Leistung noch möglich ist. Im Sachverhalt zeigt sich, dass man 320 prüfen muss, dann, wenn einer was von dem anderen verlangt, aber der
derjenige, der was verlangt, selber seine Pflichten noch nicht erfüllt hat. Das heißt, der Sachverhalt spricht von einem gegenseitigen Vertrag, zum Beispiel vom Kaufvertrag, aber es wird im Sachverhalt ausdrücklich gesagt, dass der Käufer noch nicht gezahlt hat und auch nicht zahlungswillig ist. Dann würde man immer sagen, kann der Verkäufer nicht in Verzug geraten, weil ihm die Leistung nicht angeboten worden ist. Gut, dann kommen wir zur zweiten Gruppe von Themen, die hier aufgeworfen wird, nämlich wichtige Sonderprobleme. Und wir fangen an mit der beiderseits zu vertretenden Unmöglichkeit. Das ist ein Thema, das ist eigentlich nicht wirklich schwierig, aber man muss es sich immer wieder am Gesetz herleiten. Der Fall, um den es geht, ist derjenige, dass ein Kaufvertrag geschlossen wird, beispielsweise über eine Glasfigur. Sagen wir die Eiskönigin aus Glas, und K und V sagen, diese Glasfigur soll verkauft werden für 5.000 Euro. Tatsächlich hat die Glasfigur einen Wert von, vereinfacht gesagt, ebenfalls 5.000 Euro. Das heißt, es wird genau zu dem Preis verkauft, den das Ding auch wert ist. Jetzt passiert aber das, was in solchen Fällen passieren muss. Die Glasfigur wird zerstört, und zwar deshalb, weil der Käufer und der Verkäufer dagegen gestolpert sind, und zwar beide gleichzeitig. Und man stellt fest, der Käufer ist schuld in Höhe von 50% und der Verkäufer ist schuld in Höhe von 50%. Und dann gucken wir ins BGB und fragen uns zunächst, kann der Verkäufer vom Käufer Zahlung des Kaufpreises, oder wir fangen noch einfach an, kann der Käufer die Figur verlangen? Und die Antwort lautet nein, die Figur liegt in Scherben vor ihm. Das heißt, die Glasfigur von Elsa ist nicht mehr zu übereignen. Der Anspruch auf Übergabe und Übereignung aus 433.1.1 ist nach 275 Absatz 1 BGB erloschen. Diese Frage ist unproblematisch und hat nichts damit zu tun, wer schuld ist, ob der Blitz eingeschlagen ist, der Käufer sich kaputt gemacht hat oder der Verkäufer. Eine zerstörte Glasfigur muss niemand mehr übereignen. Zweite Frage ist dann, muss der Käufer noch bezahlen? Und die Zahlungspflicht des Käufers nach 433.2 ist zunächst mal nicht unmöglich geworden. Der Käufer hat immer noch Geld und er kann immer noch bezahlen. Das heißt, daran scheitert es nicht. Aber die Zahlungspflicht könnte nach 326 Absatz 1 Satz 1 BGB erloschen sein. Und 326 Absatz 1 Satz 1 setzt voraus, dass die Gegenleistungspflicht erloschen ist. Und die Gegenleistungspflicht ist hier die Pflicht zur Übergabe und Übereignung der Statue. Und die ist in der Tat nach 275.1 erloschen. Allerdings müsste der K trotzdem bezahlen, wenn eine Ausnahme nach 326 Absatz 2 vorliegt. Annahmeverzug haben wir hier nicht, das heißt, diese Variante scheidet schon mal aus. Die andere Variante verlangt, dass der K allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Allein verantwortlich bedeutet, dass er 100% verschulden hat. Das hat er laut Sachverhalt nicht, sondern nur 50%. Weit überwiegend bewegt sich irgendwo um die 90%. Auch das ist hier nicht der Fall. 50% kleiner 90%. Eine starke Meinung in der Literatur sagt, das Ergebnis, dass deshalb der K nicht den Kaufpreis zahlen muss, ist ungerecht. Und sie möchte dieses Ergebnis korrigieren durch entweder eine analoge Anwendung von 326 Absatz 1 Satz 1 oder eine teleologische, um eine Teleologie von Absatz 1 Satz 1
oder durch eine analoge Anwendung von Absatz 2 Satz 1. Die teleologische Reduktion von Absatz 1 Satz 1 soll so aussehen, dass man in Absatz 1 Satz 1 hineinliest, ein soweit es der Gläubiger nicht zu vertreten hat. Dahinter steht die Überlegung, dass man automatisch den Kaufpreis quotelt. Das heißt, es wird dann 50% des Kaufpreises geschuldet, wenn ich 50% des Schuldes zu verantworten habe, 80% des Kaufpreises, wenn ich 80% zu verantworten habe und 10%, wenn ich nur 10% zu verantworten habe. Das wäre eine denkbare Lösung und es würde voraussetzen, dass der Gesetzgeber planwidrig Absatz 1 zu weit gefasst hat und Fälle umfasst hat, die er gar nicht umfassen wollte. Das bedeutet, dass der Wortlaut, der absolut sagt, der Anspruch besteht fort, zu weit ist. Und dagegen spricht der Absatz 2 Satz 1, der nämlich ganz klar sagt, der Gesetzgeber hat den Fall gesehen, dass der Gläubiger mitverantwortlich ist und hat für diesen Fall eine Regelung geschaffen. Und die sagt, er muss komplett bezahlen, wenn er allein oder weit überwiegend verantwortlich ist. Und da der Gesetzgeber eine Regelung geschaffen hat, kann man ihm kaum unterstellen, dass er das Problem nicht gekannt hat und versehentlich zu weit geregelt hat. Deshalb ist eine teleologische Reduktion von Absatz 1 Satz 1 wegen des Fehlens einer planwidrigen Überregelung ausgeschlossen. Die zweite Lösung wendet Absatz 2 Satz 1 analog an. Die sagt also, wir streichen das allein oder weit überwiegend raus und wenden Absatz 2 Satz 1 schon für den Fall an, dass der Gläubiger ein bisschen mitverschulden hat. Das Ergebnis wollte der Gesetzgeber aber offensichtlich auch nicht. Denn das allein oder weit überwiegend hat er ja bewusst da reingeschrieben. Und es wäre wohl zu viel verlangt, wenn wir sagen, wir wenden die Norm jetzt auch für alle Fälle des Mitverschuldens an, weil dann würde der Sinn der Regelung völlig in sein Gegenteil umgekehrt. Daher ist auch diese Ansicht aus der Literatur abzulehnen. Wenn Sie aber beide Ansichten ablehnen, kommen Sie hier zum Ergebnis, dass kein Anspruch des V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises besteht. Dann kann man aber noch überlegen, ob es einen Anspruch des V gegen K aus 280 Absatz 1 BGB ergibt. Voraussetzung von 280 1 ist zunächst ein Schuldverhältnis und hier haben V und K einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen oder zumindest Vertragsverhandlungen geführt, dann haben Sie das Problem einer Pflichtverletzung. Und nach 241.2 muss der Käufer Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des Verkäufers nehmen. Und zu seinen Rechten gehört auch das Eigentum, und zwar hier das Eigentum an seiner Glasfigur. Dadurch, dass die Glasfigur zerstört worden ist, wurde das Eigentum beschädigt und bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, das heißt der gebotenen Rücksichtnahme, hätte unser K das auch nicht beschädigt. Also liegt hier eine Pflichtverletzung vor, die hat der K auch zu vertreten. Das heißt, der K hat hier gegen 276.1.1 verstoßen und schließlich muss ein Schaden entstanden sein. Grundsätzlich besteht der Schaden im kompletten Wert der Figur. Und hier hat V die Figur schon verkauft. Das heißt, er hätte nur den Kaufpreis als Wert realisieren können. Das heißt, der Schaden des V liegt darin, dass der V zunächst mal keinen Kaufpreis von K bekommt. Und diesen Schaden kann er grundsätzlich in Geld ersetzt verlangen. Nach 251 Absatz 1 Satz 1. Allerdings, jetzt kommt das große Allerdings, hat natürlich der V selber einen Verschuldensanteil,
Erst nämlich 50% Schuld. Und dieses Mitverschulden bei der Schadensentstehung muss er sich nach 254 Absatz 1 Satz 1 anrechnen lassen. Und nach 254.1 heißt das, es ist anteilig zu mindern und er bekommt nur 50% des Schadens. Insgesamt also nicht wirklich schwierig. Müssen Sie hier immer alle Ansichten darstellen? Ja, Sie müssen hier die Ansichten darstellen, denn es ist nach dem Kaufpreis gefragt. Und wenn Sie einen Anspruch aus 433.2 prüfen, prüfen Sie automatisch 326 und ob Sie 326 Absatz 1 teleologisch reduzieren oder Absatz 2 Satz 1 analog anwenden, ist im Rahmen der Prüfung von 326 diskutiert. Es ist also nicht so, dass Sie drei Ansichten gegenüberstellen, sondern Sie prüfen beim 433er Anspruch 326.1 unmittelbar und dann 326.2 unmittelbar und dann nochmal 326.2 analog, um das Ganze zu machen. Das sind verschiedene Anspruchsgrundlagen, also prüfen Sie das an verschiedenen Stellen. Kann der Käufer nicht ebenfalls so 80 geltend machen? Der Käufer hat gegen den Verkäufer ebenfalls einen Anspruch auf Schadensersatz, allerdings nicht aus 280 Absatz 1 pur, sondern aus 280 Absatz 1 Absatz 3 283 Satz 1 BGB. Denn er will hier die Leistung, nämlich die Glasfigur, durch Geld ersetzt haben und damit Schadensersatz statt der Leistung. Und der Schadensersatz des Käufers orientiert sich am Wert der Statue. Und der Wert der Statue ist für ihn hier 5.000 Euro. Allerdings muss er sich auch anrechnen lassen, dass das schädigende Ereignis für ihn hier einen Vorteil zur Folge hatte. Denn aufgrund der Zerstörung der Statue erlischt der Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 5.000 Euro. Das heißt, einerseits kriegt er zwar keine Statue, andererseits hat er aber dafür 5.000 Euro mehr in der Tasche. Damit hat er rechnerisch keinen Schaden, denn das Geld, was er geben muss und das Geld, was er erspart, sind genau die gleiche Höhe. Also, Sie prüfen als allererstes 326 Absatz 1 Satz 1. Und da steht drin, dass der Anspruch erlischt bei Unmöglichkeit. Und dann stellen Sie fest, ja, der Anspruch auf die Leistung ist unmöglich geworden, also ist auch die Gegenleistung weggefallen. Dann werfen Sie die Frage auf, vielleicht ist aber das Gesetz zu weit geregelt und dieser Fall ist gar nicht umfasst. Und deshalb müssen Sie 326 Absatz 1 Satz 1 teleologisch reduzieren. Das setzt voraus, dass der Gesetzgeber planwidrig zu viel geregelt hat. Und Sie müssen sich fragen, ist ihm das Problem nicht bekannt gewesen? Die Antwort lautet, er kannte das Problem, denn er hat in 326 Absatz 2 Satz 1 ausdrücklich einen Fall geregelt, wo weit überwiegende Verantwortlichkeit des Gläubigers vorliegt. Wenn er das Problem aber erkannt hat, können wir ihm nicht vorwerfen, dass er versehentlich zu weit geregelt hat. Also liegt keine zu weit Regelung vor und es scheitert eine teleologische Reduktion. Nachdem Sie also festgestellt haben, grundsätzlich ist der Anspruch komplett erloschen, prüfen Sie dann 326 Absatz 2 Satz 1 unmittelbar. Annahmeverzug liegt nicht vor und weit überwiegende Verantwortlichkeit oder gar alleinige des Gläubigers auch nicht, denn 50% ist weniger als 90%. Allerdings könnte man 326 Absatz 2 Satz 1 analog anwenden für alle Fälle, wo der Gläubiger auch nur ein bisschen mit verschulden hat. Das heißt, wir streichen letztendlich einfach das,
allein oder weit überwiegend hinaus und sagen nur, soweit es der Gläubiger zu verantworten hat. Wenn das aber so wäre, dann würden wir hier zu einem Ergebnis kommen, was der Gesetzgeber evident nicht gewollt hat. Denn durch die Einfügung von allein oder weit überwiegend wollte er sicherstellen, dass nur für diese Fälle der Kaufpreisanspruch vollständig besteht. Es gibt auch kein Bedürfnis nach einer analogen Anwendung, denn wir haben ja noch Schadensansprüche. Das heißt, es ist weder ersichtlich, dass es planwidrig war, noch gibt es wirklich eine Regelungslücke und wir können diesen Fall auch mit den anderen Mitteln gerecht lösen, sodass auch hier eine analoge Anwendung ausscheidet. So, einige von Ihnen finden dieses Ergebnis ungerecht und dann möchte ich Ihnen nochmal ganz kurz die Rechnung zeigen. Das habe ich auch schon mal im Forum gemacht, aber es scheint ja immer wieder ein schwieriges Thema zu sein. Warten Sie mal, wir versuchen das mal so und Moment, so. Sie sehen jetzt hoffentlich einen weißen Bildschirm. Dann machen wir jetzt einfach mal zwei Kästchen. Nennen wir das eine Kästchen V und das andere Kästchen nennen wir K. Wie steht der V am Anfang da? V hat eine Statue, aber de facto schon verkauft. Das heißt, er bekommt dafür 5.000 Euro. Einverstanden? Der K, wie steht er am Anfang da? Er hat 5.000 Euro in bar plus Anspruch auf Statue. So stehen die beiden am Anfang da. Jetzt gucken wir uns an, wie stehen sie am Ende da. Am Ende da steht unser V nix, Statue kaputt, Kaufpreisanspruch wegen Paragraph 326.1.1 BGB weg. Wie steht unser K da? Unser K steht auch da mit nix, nämlich Kaufpreis, oder steht nicht da, ist mit 5.000 Euro da. Anspruch weg. Wer hat also am Ende den Verlust aus diesem Geschäft, wenn die Statue kaputt ist? Ausschließlich der Verkäufer hat einen Verlust. Warum hat der Käufer praktisch keinen Verlust in diesem Fall? Warum ist der Käufer hier ein glücklicher Mensch? Ich komme mir vor wie Herr Assold. Also, lustigen Bildchen. Ja, er hat immer noch die gleichen 5.000, die er vorher hatte. Also, er steht genauso da, wie er vorher da stand. Er hat also nichts verloren. Jetzt die Frage, ist dieses Ergebnis gerecht? Ist es gerecht, dass unser K 5.000 hat, während der V vorher eine Statue hatte und jetzt keine Statue mehr hatte, also dass der V einen Verlust macht? Und die Antwort lautet, wenn die beiden überhaupt keinen Kaufvertrag geschlossen hätten und der K einfach so von der Straße einen Stein auf die Statue geworfen hätte, dann hätte der K die Statue auch ersetzen müssen. Das heißt, der K soll keinen Vorteil dadurch haben, dass die beiden einen Kaufvertrag haben. Deshalb müssen wir irgendwie zum Ergebnis kommen, dass hier rauskommt Geldersatz für die Statue. Und zwar würde ich mal schätzen, 5.000 Euro war die Statue wert. Und dieser Geldersatz muss von K kommen. Jetzt haben wir aber hier den Fall des 50% Mitverschuldens.
Also bekommt er keine 5.000 Euro, sondern logischerweise wie viel? 2.500 Euro, also exakt die Hälfte. Toll, ich komme vor wie Herr Assold. Ich weiß schon, warum ich keine Folien während der Vorlesung male. Hat schon alles einen Grund. Ist Ihnen jetzt klar, warum der V Geld bekommt und der K kein Geld bekommt? Gut. Um Ihnen zu zeigen, dass es nicht zwingend so sein muss, gebe ich Ihnen ein anderes Beispiel. Wir ändern unseren Fall ein wenig ab. Wir haben immer noch V und K, aber jetzt kommt eine wichtige Änderung in unserem Fall. Der K hat einen Idioten gefunden, der ihm für diese Statue 10.000 Euro gezahlt hätte. Ja? Also der Kaufpreis, den K an V zahlt, bleibt bei 5.000 und die Statue ist genau die gleiche, das heißt, hier ist alles gleich geblieben. Auch da ändert sich erstmal an unserem Fall schlicht gar nichts. Auch da muss der K erstmal 2.500 zahlen. Aber wir müssen jetzt in die Gegenrichtung gucken. Wir müssen also genau spiegelbildlich gucken, wie sich das Ganze auswirkt auf den Anspruch des V, also des K gegen V. Und der Anspruch des K gegen V ist hier jetzt anders, weil K hat zwar 5.000 Euro in bar, aber entgangene 10.000 Euro durch Weiterverkauf. Entgangene 10.000 Euro durch Weiterverkauf. Ja? Ist Ihnen das klar? Damit hat er zwar immer noch 5.000 Euro, aber er hätte eigentlich 5.000 Euro Gewinn machen müssen. Das heißt, er hat hier einen Verlust gemacht, in welcher Höhe? Nicht 10.000, sondern 5.000 Euro. Und nach welcher Anspruchsgrundlage kann er die ersetzt verlangen? § 280 1 3 zu § 83 Satz 1. Nur als Testfrage, weil einer es von Ihnen geschrieben hat. Warum nicht zu 81 BGB? Zu 81 BGB würde voraussetzen, dass die Leistung noch möglich ist. Das ist hier nicht der Fall. So, jetzt kommt unsere tolle Rechnung, damit das Ganze schwierig wird, weil der Fall wäre ja sonst zu einfach. Der K kann vom V also verlangen 5.000 Euro aus 280 1 3 zu § 83 Satz 1. Was kann der V vom K verlangen? Immer noch 2.500 Euro. Und aus welcher Anspruchsgrundlage?
exakt hier aus 280.1 BGB pur. Wenn aber der eine 2.500 verlangen kann und der andere 5.000, was kommt dann raus? Was kann man dann machen, wenn es zwei Ansprüche gibt, der eine auf 2.500 und der andere auf 5.000? Man kann aufrechnen nach § 389 BGB. Also, wie Sie sehen, ist es nicht ungerecht, dass der V normalerweise Geld bekommt, weil manchmal bekommt der K auch Geld. Es hängt davon ab, ob der K ein gutes oder ein schlechtes Geschäft gemacht hat. Wenn der K ein schlechtes Geschäft gemacht hat, dann muss er zahlen. Wenn der K ein gutes Geschäft gemacht hat, dann bekommt er noch Geld, allerdings weniger Geld, weil er eben schuld daran ist, dass die Sache zerstört worden ist. Das ist also nicht ungerecht, wie viele das von Ihnen meinen. In der Tat, das habe ich hier nicht angegeben, natürlich wäre hier auch noch das Mitverschulden zu berücksichtigen gewesen. Er ist halt zu 50% selber schuld, dass die Sache kaputt ist. Das heißt, er bekommt auch 2.500 und nicht 5.000, denn wir haben ja hier ein Mitverschulden von 50%. Das müssten wir also einkalkulieren. Das heißt, wir kommen hier zu 2.500 wegen 254.1. So, dann machen wir es hier auch schön, damit das gleich aussieht. Und wetten wir gleich, fragt wieder jemand, wo kann man die Folien runterladen? Wie Sie vielleicht gesehen haben, gab es diese Folie bis eben nicht. Die habe ich gerade erst gemalt und so toll, dass Sie die haben müssen, ist die wahrscheinlich auch nicht. Das ist jetzt kein Kunstwerk, was die Welt interessiert. Also, Sie sehen, ganz toll und damit allen klar, was gemeint ist. Künstlerisch wertvoll. So, dann machen wir jetzt weiter mit dem nächsten Thema auf der Liste, sofern da keine weiteren Fragen bestehen. V hat den Anspruch immer aus 280.1, nein, umgekehrt. K hat den Anspruch gegen V aus 280.1, 3.281. Das heißt, hier die Zahlung, die entgangen ist, geht nach dieser Norm. Und spiegelbildlich ist der Anspruch des V gegen K aus 280.1 pur. Ich sehe die gezeichnete Folie gerade, also insofern müssten Sie die auch sehen. Gut, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, gucken wir jetzt weiter zum nächsten Thema. Das nächste Thema, was Sie besprochen haben wollen, sind Nichtigkeitsgründe. Nichtigkeitsgründe sind nicht weiter schwierig. Nichtigkeitsgründe sind im BGB etwas verstreut. Der erste, den man kennen muss, ist 125 Satz 1 BGB. Der sagt Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen eine Formvorschrift. Und die praktisch klausurrelevanteste Formvorschrift ist 311b Absatz 1 Satz 1. Das ist die notarielle Beurkundung für Verträge über Grundstücke. Und
In diesen Fällen müssen Verpflichtungsgeschäfte notariell beurkundet werden, sonst entfalten sie keine Wirkung. Die beiden anderen Fälle, die wir kennengelernt haben, waren das Schenkungsversprechen nach § 518 BGB und als weiteres die Bürgschaft nach 766 BGB. Das Schenkungsversprechen muss ebenfalls notariell beurkundet sein und die Bürgschaft muss nach 766 schriftlich erfolgen. Wenn ich das Ganze nur mündlich mache, ist das Ganze nichtig. Und nichtig bedeutet nichts anderes als, es ist nie wirksam entstanden, nicht mal für eine Sekunde. Nichtigkeitsgründe sind also immer Fälle, wo etwas von Anfang an nicht wirklich wirksam entstanden ist. Und das ist bei Formvorschriften eben dann der Fall, wenn ich die Form nicht eingehalten habe. Der zweite Nichtigkeitsgrund, den wir kennengelernt haben, ist 134 BGB. 134 BGB sagt, dass ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, nichtig ist. Gegen gesetzliche Verbote verstoßen selbstverständlich Verträge gegen Strafnormen. Wenn Sie also einen Vertrag schließen, bitte erschieße für mich Professor Börskens, dann ist derjenige, den Sie beauftragt haben, nicht dazu verpflichtet, mich zu erschießen und die Pflicht lässt sich weder gerichtlich durchsetzen, noch entsteht irgendein Anspruch auf Zahlung des Lohns. Wenn Sie am Bahnhof in München sagen zu einem netten Mann, der Ihnen entgegenkommt, ich hätte gerne 5 Kilo Heroin, dann ist dieser Kaufvertrag nichtig. Er kann weder von Ihnen Geld verlangen, noch können Sie Heroin verlangen. Schwieriger ist das bei Fällen, wo nur eine Seite gegen eine Pflicht verstößt und die andere davon gar nichts weiß. Da sagt man, grundsätzlich ist der Vertrag nicht nichtig, um denjenigen zu schützen, der gutgläubig ist. Praktisch wichtig ist neben diesen Fällen, die klar sind, vor allen Dingen der Schwarzarbeitsfall. Schwarzarbeit ist in Deutschland verboten und Schwarzarbeit bedeutet, dass man etwa keine Steuern abführt. Steuer meint hier primär die Umsatzsteuer. Sie wissen, Mehrwertsteuer 16%. Wenn Sie Schwarzarbeit haben, sparen Sie sich diese 16%. Bei Putzfrauen und Ähnlichen ist auch häufig der Hintergrund, dass man Sozialabgaben sparen will. Also keine Renten-, Unfall- und Krankenversicherung. Das ist billiger für Sie, aber natürlich schlecht für den oder die, die sich verpflichten. Und da haben Sie dann Pech gehabt. Wenn Sie also einen Vertrag schließen, putz meine Wohnung und wir führen keine Steuern und Sozialabgaben ab, ist dieser Vertrag nichtig und die Putzfrau muss nicht putzen und Sie müssen nicht bezahlen. Interessanterweise gibt es einen Paragraphen 817 Satz 2, der sagt, wenn Sie schon vorgezahlt haben, dann kriegen Sie Ihr Geld nicht zurück. Und umgekehrt, wenn die Putzfrau erst geputzt hat, dann können Sie ihr hinterher sagen, danke fürs Putzen und müssen dann keinen Wertersatz leisten. Das heißt, Sie haben einmal kostenlose Putzarbeit erreicht. Früher betraf das auch Prostitutionsdienstleistungen. Das heißt, wenn Sie Prostituierter oder Prostituierte waren, sollten Sie auf Vorkasse bestehen und danach konnten Sie noch überlegen, ob Sie Sex haben wollten oder nicht. Denn einklagbar war das nicht und das Geld durften Sie behalten. Also, das sind 134er Fälle. Wenn Sie Schwarzarbeit vereinbaren, ist der Vertrag nichtig und es entstehen keine Ansprüche. Dritter Fall, den wir kennengelernt haben, war 138 Absatz 1, die Sittenwidrigkeit. Sittenwidrigkeit ist gerade als Generalklausel gedacht und das bedeutet, dass Sie immer dann, wenn jemand was macht, was Sie ungerecht und unfair finden, aber es im konkreten Fall kein Verbotsgesetz gibt, das trotzdem für unwirksam erklären können. So eine Generalklausel, einfach mal Verträge für ungültig zu erklären, ist sehr problematisch,
und wird deshalb auch sehr eng angewandt. Sittenwidrig ist nur, was gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Wenn Sie vielleicht dieses nette Schreiben von Greta und Frau Neuberg gelesen haben, dann wissen Sie, Frau Neuberger und Greta sagen, man muss sich nicht an alte Verträge gebunden fühlen, wenn die auf Kosten der Allgemeinheit gehen und umweltfeindlich sind. Das mag das Anstandsgefühl von manchen Personen sein, die auch billig und gerecht denken. Aber ist die Vorstellung, dass ein Vertrag, der zulasten der Umwelt geht, nichtig ist, wirklich das, was jeder denkt, der billig und gerecht denkt? Oder anders gefragt, ist jeder, der eine Umweltsau ist, automatisch jemand, dem Sie vorwerfen würden, dass er nicht billig und gerecht denkt? Wenn das so ist, dass Sie jedem sagen, der, ich mache einen Vertrag auf Kosten der Umwelt, ich tanke mein Auto voll, wenn Sie jedem solchen Menschen sagen, du bist unbillig und ungerecht oder anders ausgedrückt, du bist ein Assi, dann können Sie sagen, der Vertrag ist nach 138.1 nichtig. In der Praxis kommt das so gut wie nicht vor. Das heißt, wir haben da ganz wenige Fallgruppen kennengelernt, etwa die Ehegatten- und Verwandtenbürgschaft, wo jemand nur aus sozialer Verbundenheit sich zu etwas verpflichtet, was er nicht kann. Aber im Normalfall ist das nicht relevant. Dann haben wir noch Nichtigkeit kennengelernt wegen Geschäftsunfähigkeit, § 105 Absatz 1. Das ist eigentlich auch selbstverständlich, wenn ein Geisteskranker oder ein unter 7-jähriges Kind einen Vertrag schließt, entfaltet der keine Rechtswirkung. Da kann man noch so viel genehmigen, billigen oder sonst was. Der Vertrag hat keine Rechtswirkungen. Der Geschäftsunfähige kann keine Willenserklärung abgeben. Das heißt, ein Geschäftsunfähiger kann auch nicht Stellvertreter sein, denn der Stellvertreter gibt eine eigene Willenserklärung ab. Und der Geschäftsunfähige kann auch keine Willenserklärungen empfangen. Das steht in 131. Was Sie dem sagen, geht erst dann zu, wenn der Vertreter davon erfährt. Das sind so die allerwichtigsten Nichtigkeitsgründe. Es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel 118 Satz 1, 118 BGB, das sogenannte Scherzgeschäft. Wenn Sie eine Erklärung abgeben, von der Sie ausgehen, dass jeder erkennt, dass sie nicht ernst gemeint ist, ist diese Erklärung ohne Rechtsfolgen, also nichtig. Oder 117 Absatz 1, das Scheingeschäft. Wenn Sie und jemand anderes einen Vertrag nur zum Schein abschließen, etwa im Theater auf der Bühne oder aber um den Notar zu täuschen, dann ist dieser Vertrag auch ohne Wirkungen. Nichtig ist völlig unproblematisch. Nichtig heißt, es ist nie ein Vertrag entstanden, es gibt keine Pflichten, es wird so getan, als gäbe es überhaupt keine Willenserklärung. Nichtigkeit also nicht wirklich schwierig. Wir haben dann aber kennengelernt, es gibt einen wackeligen Nichtigkeitsgrund, das ist die Anfechtung. Nach 142.1 gilt ein Vertrag als von Anfang an nichtig, wenn er angefochten ist. Und die Anfechtung ist ein Gestaltungsrecht, das heißt, solange nicht angefochten ist, ist der Vertrag voll wirksam. Wenn angefochten ist, ist der Vertrag von Anfang an nichtig, das heißt, genauso wie wenn er gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hätte, gab es nie einen Vertrag. Das ist die Anfechtung als Nichtigkeitsgrund. Spiegelbildlich zur Anfechtung haben wir auch die schwebende Unwirksamkeit kennengelernt. Da ist ein Vertrag noch nicht ganz nichtig, sondern nur ein bisschen unwirksam. Das ist zum Beispiel der Fall bei § 108 bei Minderjährigen. Minderjährige, die einen Vertrag schließen und älter als 7 Jahre, aber eben noch nicht volljährig, das heißt noch nicht 18 sind, können nicht wirksam Verträge schließen. Der Vertrag ist aber nicht nichtig, wie bei den Geschäftsunfähigen, sondern er ist nur schwebend unwirksam. Das heißt, die Eltern können den Vertrag wirksam werden lassen, indem sie ihn genehmigen. Das steht in 108. Genauso bei einem Vertrag, den jemand als Vertreter ohne Vertretungsmacht abschließt, nach 177. Auch da ist der Vertrag zunächst nicht wirksam mit dem Vertretenden entstanden.
Das heißt, es ist ein nichtiger Vertrag. Er kann aber gerettet werden, wenn der Vertretende genehmigt, dann wird der Vertrag voll wirksam. Das heißt, wir haben drei Stufen. Stufe 1 ist die einfache Stufe, die einfach nur sagt, es ist komplett von Anfang an unwirksam. Das heißt, echte Nichtigkeit. Stufe 2 ist, es ist noch wirksam, kann aber so zurückgesetzt werden, dass es von Anfang an unwirksam ist. Das ist die Anfechtbarkeit. Und wir haben die Stufe dazwischen. Das ist die Variante, es ist schwebend unwirksam. Das heißt, von Anfang an wirksam, kann aber gerettet werden. Also Nichtigkeit wie Vertrag oder Gestaltungsrecht. Darüber hätten wir dann die Anfechtbarkeit, erst wirksam, aber gegebenenfalls von Anfang an nichtig. Und wir hätten als letzte Variante die schwebende Unwirksamkeit. Von Anfang an unwirksam, aber mit Rückwirkung zu genehmigen. Das sind die drei Stufen, die wir im BGB haben. Und diese drei Stufen müssen wir unterscheiden. Dann ist die arme Putzfrau gar nicht geschützt. Danke, die heißt Neubauer. Vielen Dank. Da ist die arme Putzfrau doch gar nicht geschützt. Völlig richtig. Die arme Putzfrau ist nicht geschützt. Das ist Absicht, weil man die Putzfrau dazu zwingen will, dass sie bei ihrer Anstellung darauf dringt, dass sie ordentlich angestellt wird mit Sozialversicherung, damit sie eben abgesichert ist. Geht Wucher auch andersrum, wenn man zu wenig zahlt? Ja, wenn sie jemanden geschickt austricksen und ihm für einen echten Picasso 2 Euro zahlen, kann das auch ein Fall von Wucher sein. Es geht da um das krasse Missverhältnis, wenn sie Unkenntnis und so weiter ausnutzt nach 138.2, also wenig spektakulär. Sind inzwischen alle Klausuren korrigiert? Nein, denn ich mache ja gerade eine Vorlesung und korrigiere keine Klausuren, wie Sie vielleicht merken. Es fehlen immer noch welche, daher gibt es auch noch keine Statistik. Haben Sie bitte Geduld, bis alle Klausuren korrigiert sind. Und selbst wenn alle korrigiert wären, würde das anders ausgehen. Bin ich ein Fridays for Future Fan? Ja, ich bin ein großer Anhänger der Fridays for Future Bewegung. Gut, dann kommen wir zum Punkt Formvorschriften. Formvorschriften können wir ganz, ganz kurz machen. Die wichtigste Form ist die Schriftform 126 BGB. Das bedeutet, Sie brauchen einfach ein Dokument mit Unterschrift. E-Mails sind keine Schriftform, denn E-Mails können Sie nicht unterschreiben. Deshalb hat der Gesetzgeber 126b geschafft. 126b ist die sogenannte Textform. Das sind alle Erklärungen in Schriftzeichen ohne Unterschrift. Das heißt E-Mails, Faxe oder auch computergenerierte Schreiben, die sind in Textform. Dann haben wir noch die notarielle Beurkundung. Das heißt, ein Notar übernimmt die inhaltliche Verantwortung für ein Dokument. Er liest Ihnen das vor und informiert Sie über die rechtlichen Folgen. Er berät Sie, und zwar nicht im Auftrag einer Partei, sondern neutral im Interesse beider Parteien. Und dann haben wir noch die letzte Variante, die notarielle Beglaubigung. Da geht jemand hin und macht einfach einen Notarstempel drauf. Der Notar prüft dann, ob Sie wirklich die Person sind, die Sie sein vorgeben, und lässt sich einen Ausweis vorlegen und bestätigt dann, dass Sie der echte Mensch sind, der das gemacht hat. Den Inhalt des Dokumentes guckt er sich aber grundsätzlich nicht an. Jetzt kam noch die Frage nach 309 Nummer 13 BGB. Wie Sie sich vielleicht erinnern,
Sie können auch Formvorschriften in Verträge reinschreiben. Und ganz früher war das schikanös, dass zum Beispiel bei Ihrem Handyvertrag verlangt worden ist, dass die Kündigung per Einschreiben an das Unternehmen gehen musste. Und viele Leute hatten dann keine Lust, zum Postschalter zu gehen und da ein Einschreiben oder Ähnliches zu beauftragen. Deshalb hat der Gesetzgeber 309 Nummer 13 geschaffen und hat gesagt, dass für Erklärungen, die der Kunde abgeben muss, das heißt derjenige, der nicht die AGB gemacht hat, grundsätzlich maximal die Textform verlangt werden kann. Außer es ist ein Vertrag, der notariell zu beurkunden ist. Das heißt so Verträge wie Verträge über Grundstücke oder Schenkungsverträge. Da kann ich ausnahmsweise für Erklärungen die Schriftform, also die Unterschriftform verlangen. 309 Nummer 13 Buchstabe B bewirkt also, dass Sie zum Beispiel Ihren Handyvertrag per E-Mail oder Fax oder SMS oder WhatsApp kündigen können, weil eine strengere Form als Textform ist nicht zulässig. Und Textform heißt alles, was in Schriftzeichen ist. Wenn Ihr Handyvertrag gar keine entsprechende Klausel enthalten würde, könnten Sie sogar mündlich am Telefon kündigen. Aber in allen anderen Fällen ist das unproblematisch. Zudem, um die Einschreibensvariante zu lösen, gibt es Buchstabe C, der sagt, Sie dürfen nicht verlangen, was anderes als irgendeinen Zugang im Sinne von Machtbereich mit Möglichkeit zur Kenntnisnahme. Das heißt, wenn Ihr Fitnessstudio Ihnen zum Beispiel sagt, Sie können nur per Einschreiben kündigen, können Sie den Vogel zeigen und dem Typen ganz entspannt das Schreiben überreichen in einen Umschlag oder es in den Briefkasten da werfen oder auch per normaler Post verschicken. Besondere Anforderungen sind nicht möglich. Einfache Regelung. 127 BGB modifiziert den 126 BGB, wenn die Schriftform nicht im Gesetz angeordnet ist, sondern in einem Vertrag und sagt, für diese Fälle reicht es ausnahmsweise auch aus, wenn die Dokumente per Fax geschickt werden oder per E-Mail, da muss es keine Originalunterschrift mehr sein, da ist das Erfordernis herabgesetzt, außer Sie bestehen ausdrücklich darauf. Kann man dann einen Mietvertrag durch AGB auch per E-Mail kündigen? Antwort: Nein. Für die Kündigung von Mietverträgen gibt es eine gesetzliche Formvorschrift. Und diese gesetzlichen Formvorschriften haben nichts mit 309 Nummer 13 zu tun. Das betrifft nur die rechtsgeschäftlichen Formvorschriften. Haben Sie weitere Fragen zu diesen Punkten? Sonst würde ich Ihnen sagen, verschieben Sie alle weiteren Fragen um 2 Stunden. Damit Sie noch was zum Mittagessen kriegen. Und wir treffen uns dann um 12 Uhr wieder in diesem Raum. Und dann werde ich auch die Fragen beantworten, die hier ungefähr 46 Mal in diesem Chat auftauchen, weil ich versuche, die Themen auch ein bisschen geordnet durchzugehen. Denn viele von Ihnen haben bemängelt, dass ich mich hier ablenken lasse durch Fragen. Daher versuche ich, strukturiert die Sachen der Reihe nach durchzugehen. Insbesondere diese Frage mit, wenn man in anderem Verzug ist, kann man dann noch Schadenssatz nach 281, 383 verlangen. Das kommt alles erst heute Nachmittag, denn wenn ich das jetzt beantworte, führt das nur zu Verwirrung. Also, ich würde sagen, wir machen jetzt eine Pause. Bis später.